Es ist Dienstag, der 30. März. Ich begrüße euch mit einem Wort aus Psalm 145. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Und 1. Johannes 4,11 sagt, hat uns Gott so geliebt, so sollen auch wir uns untereinander lieben. Jetzt habe ich doch gemeint, der Himmel hat eine grosse Tür. Jetzt ist das letzte Nadelöhr. Wir kommen nicht rein. Ich habe gemeint, ich müsse Gott die Sachen zurückbringen, die er mir geschenkt hat. Jetzt habe ich hier alles dabei, aber ich komme nicht rein. Dann sagt er mir am Schluss der Moment noch, wo hast du jetzt alles das, was ich dir geschenkt habe? Du bringst mir das gar nicht zurück, hast du das alles verloren. Einen Tag bin ich an der Busstation gestanden, habe gewartet, nicht mit so viel Gepäck wie jetzt hier. Jemand anderes ist auch der gestanden, hat auch gewartet, hat sich umgedreht gegen mich. Dann hat er mir gesagt, wisst ihr was, Herr Pfarrer, etwas habe ich schon lange erzählen. Ihr mögt euch doch erinnern, ihr habt mich ja dann besucht auf der Intensivstation. Wir haben nicht gewusst, welchen Weg das es geht, ob ich das alles noch überleben werde. Und dann sind wir so ein bisschen tiefer ins Gespräch gekommen und dann habe ich euch von meiner Schwester erzählt und dass ich nicht mehr mit ihr rede und dass wir komplett den Kontakt haben abgebrochen und ihr habt mir nachher gesagt, ja wisst ihr, wenn ihr jetzt vor der Himmelstür steht und Gott euch fragt nach eurer Schwester, was werdet ihr ihm dort sagen? Ja, tatsächlich, ich habe mich erinnern. Er war dann wirklich sehr leidensweg und ich habe ihm einfach nochmal das Evangelium in Erinnerung gerufen, ich habe ihm erklärt, dass wir ja Vergebung bekommen. Ich glaube, er hat das ja auch gewusst, hat das auch verstanden. Aber es war ein bisschen ein Missverständnis in seinem Leben. Er hat gemeint, Vergebung sei so ein Gepäck, das man einfach jetzt bei sich hat. Ich weiß auch nicht genau, wie das aussehen soll, wenn Vergebung in einen Rucksack eingepackt ist, wo man nachher ein Leben lang auch mit sich trägt und vielleicht am Schluss im Himmel wieder zurückgeben kann. Und aufgrund von dem hat er auch nicht ganz verstanden, dass man das ja weitergeben muss. Das ist ja genau das, was wir bekommen haben, um weitergeben. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie die Story weitergeht. Er hat sich dann beheimt im Spital, hat wieder heim können. Es geht ihm seither wieder recht gut. Aber es hat in ihm gewerkt. Das ist klar, wenn man mal so von nach am Grab ist gestanden, nimmt man gewisse Sachen nicht mehr so auf die leichte Schulter. Es hat also in ihm gewerkt und nachher ist der 70. Geburtstag von seiner Schwester gekommen. Und das hat er dankbar zum Anlass genommen, ihr wieder mal eine Karte zu schreiben. Und darin hat er geschrieben, es würde ihn sehr freuen, wenn sie wieder Kontakt miteinander aufnehmen könnten. Und so haben sie zusammen abgemacht, in einer Stadt an der Landesgrenze. Seine Schwester lebt in einem anderen Land. Dort haben sie sich zum Essen getroffen. Und das war so eine gute Begegnung, dass sie sich jetzt alle Jahre wieder treffen. Und er hat gesagt, jetzt ist mir ein grosser Stein ab dem Herz. So ist es eben mit der Vergebung und mit vielen anderen Geschenken, die Gott uns gibt. Sie sind nicht gemeint als Gepäck, das man dann durch die ganze Welt durchtragen muss, bis man es am Schluss wieder abgeben muss oder zurückliefern muss, sondern die soll man eben verschenken, rechts und links, im Verlauf von unserem Leben und immer wieder, bis wir nachher schlussendlich nur noch mehr ganz alleine vor diesem Türli erscheinen können. Es ist ja wirklich ein kleines Türli, ich kann euch sagen, Kamel mögen dort nicht rein. Das letzte Nadelöhr. Und dann können wir so vor unseren Schöpfer treten, wie wir eben sind. Mit leeren Hängen und grosser Freude. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Now when the saints go marching in, now when the saints go marching in.